Was ist der Unterschied zwischen Udo Pollmer und einem Veganer? Guten Morgen! Ja, der Udo Pollmer hat wieder zugeschlagen. Er hat ein neues Video veröffentlicht, in dem er attestiert hat, dass der vegane Trend vorbei ist. Das eigentlich gar kein Trend war und dass halt das überhaupt eigentlich gar nicht existiert, so ungefähr. Und ja, wo ist das ausgelöst worden? Er hat einen Radioauftritt und da hat er wahrscheinlich, ich habe den Beitrag nicht gesehen, wieder über vegane Ernährung seine Plattitüden zum Besten gegeben. Und ja, und letztlich kam es dann zu einem Shitstorm auf der Radioplattform. Und das Radio hat dann auch gesagt, hey, das ist wahrscheinlich scheiße. Und der Udo Pollmer fühlt sich irgendwie da verantwortlich. Warum auch? Ne? Also er hat dann, ja, der Radiostation natürlich in allererster Linie und dann natürlich auch uns Zuschauern dann erklärt, dass dieser Shitstorm wahrscheinlich nur von 2-3 Leuten da, dass das überhaupt keine Relevanz hat, weil da gibt's ja, da kann man sich ganz viele Mails machen und dann drückt man einfach auf den Knopf und dann kommt ein riesen Shitstorm und die Veganer gibt's ja eigentlich nicht. Und es gibt ja ein paar echte Veganer und es gibt ein paar Vegane, die sind halt nicht so echt, ne? Und irgendwie so, also ja, müsst ihr schauen, ob ihr euch das reinzieht, weil jetzt nämlich ganz wichtig und deswegen auch dieses Video. Der Udo Pollmer leitet ein Institut für Ernährungswissenschaften und Lebensmittel, keine Ahnung, irgendwie sowas. Und dieses Institut, ganz kurzer Exkurs, Institut kann sich jeder nennen. Also ich kann mich auch nennen. Ich bin ab heute das Institut für rohvegane und gesunde Ernährung. Oder ich bin das Institut für gesunde Ernährung. Das gibt's wahrscheinlich schon. Aber irgend sowas. Jeder kann sich Institut nennen. Das was dahinter steht, hinter dem Udo Pollmer Konstrukt, weil der Udo Pollmer ist natürlich auch der Vorsitzende von dem Institut für Ernährungswissenschaften und Lebensmitteltechnik e.V. oder was auch immer, ist ein eingetragener Verein. Das heißt, beim Tischtennisverein, wo ich Sport treibe, das ist im Endeffekt genau dasselbe wie der eingetragene Verein vom Konstrukt her, wie was der Udo Pollmer generiert hat. So, und wie tut sich ein Verein finanzieren? Ja, zum einen durch Mitgliedsbeiträge, das sind jetzt in dem Falle wahrscheinlich nicht allzu viele, aber auch durch Spenden. Und wie generiert man Spenden? Und das ist eben der ganz wichtige Punkt, worauf ich heute auch ein bisschen hinaus will. Neben der Frage, was der Unterschied zwischen einem Veganer und dem Udo Pollmer ist, das lebt von Aufmerksamkeit. Ne? So ein eingetragener Verein, der auf Spenden basiert, lebt von Aufmerksamkeit. Und diese Aufmerksamkeit generiert man natürlich wunderbar mit Provokationen. Wunderbar. Man fühlt sich provoziert, ne? Dann fließt die Aufmerksamkeit dahin, dann ja, sagt man anderen Leuten noch, hey, da hat wieder jemand was gegen Veganer geschrieben, der Udo, der ist ja schon bekannt. Und ja, und so bekommt er die Aufmerksamkeit. Und dann ist es natürlich so, dass die Menschen, die sich vegan ernähren, immer auch in ihrem Umkreis ein paar Menschen haben, die sich nicht vegan ernähren und ja, die eben noch nicht das Bewusstsein dafür haben und ganz froh sind, in ihrer Komfortzone zu verweilen. Und die kriegen das natürlich dann auch mit. Oh, da gibt es jemanden, der ist auf meiner Seite. Man hat ja schon fast angefangen, darüber nachzudenken, sich pflanzlicher zu ernähren. Aber da kommt ja der Udo, der Retter der verlorenen Seelen und ja, sagt einem, dass die vegane Ernährung eigentlich gar nicht existiert und dass das alles sowieso total ungesund ist und dass die armen Kinder ja sterben. Ja klar, das weltweit größte Ernährungsinstitut der USA sagt sogar, dass eine vegane Ernährung förderlich sein könnte für kleine Kinder. Ich habe euch da mal schon ein Video gemacht, verlinke ich euch oben in den Infokarten, aber das interessiert ja den Udo Pollmer nicht. Der Udo Pollmer hat ja so seine eigene Welt, in der er lebt. Und ja, und das interessiert natürlich auch nicht die Menschen, die dann das anschauen und sagen, oh, ja, boah, ich dachte schon, ich hätte schon Pflanzen essen müssen und kann weiter tierische Ernährung ja, zu mir nehmen. Und das beruhigt die Menschen und so bekommt er Aufmerksamkeit. Auch durch die Veganer, die sich provozieren lassen und entsprechend ja, ihm Zuschauer generieren. Bedenkt das. Und deswegen ist der Videobeitrag auch nicht verlinkt heute von dem Udo Pollmer. Ich habe ihn nicht verlinkt. Ich bitte euch auch nicht, ihn zu suchen, weil das ist einfach mega, mega hohl. Also ich sage das selten, aber das ist wirklich, also wenn man sich anschaut, denkt man, ist das Satire? Und dann kommen wir zu einem interessanten Punkt. Ich bin ja immer noch nicht ganz sicher, ob der Udo Pollmer das alles so ernst meint. Er hat ja so ein Schriftstück, was er
vor fast immer, und das nennt er den Eulenspiegel. Das ist aber nicht der Eulenspiegel, dieses Satire-Magazin, was wir noch kennen aus vergangenen Zeiten, gibt es glaube ich immer sogar noch, das ist ja ein Satire-Magazin. Aber er leitet das ja von seinem Institut ab. Das nennt er, der nennt sich das ja europäisches Lebensmittel, also EU, das L kommt von Lebensmittel, Eulenspiegel für Ernährung, Lebensmittelernährung, wieder Europäisches Institut für Lebensmittel und Ernährung. So Eulenspiegel, da macht er zwar Punkte dahinter, damit man ja das Eulenspiegel nennen kann, obwohl es ja nicht der Original Eulenspiegel ist, aber auch da spielt er natürlich marketingtechnisch schon mit diesem Begriff logischerweise. Und deswegen, ich bin mir nicht ganz sicher, ich habe ja schon mal ein Video zum Udo Pollmer gemacht, er war ja eigentlich durchaus ein Befürworter von pflanzlicher Ernährung, und was er in seinem ersten Buch geschrieben hat, das ging ja alles Richtung vegane Ernährung. Und dann hat er halt diesen Turnaround gemacht und wurde richtig populär dadurch und ist natürlich dann dabei geblieben, weil die Ernährung für ihn jetzt kein was Idealistisches ist, ne, die scheiß Tiere, sondern für ihn ist das, ja, er hat es als Lebensmittelchemiker damals analysiert und gesehen, okay, pflanzliche Ernährung ist gesünder, und die Ansätze in seinem Buch halt geschrieben und dann irgendwann gemerkt, oh, es ist viel populärer, man kann viel mehr Geld damit verdienen, wenn man nicht, sage ich mal, so einen ganz kleinen Teil der Menschheit bedient, so 1-3% derzeit, sondern wenn man 97% bedient, dann hat man ja viel größere Möglichkeiten, Geld zu verdienen. Und ja, entsprechend bin ich mir nicht ganz sicher, ob der Udo Pollmer das tatsächlich so wahrlich so ernst meint, was er da sagt. Also jemand mit klarem Verstand kann das eigentlich auch gar nicht ernst meinen. Aber ich weiß es nicht. Vielleicht platzt irgendwann die Bombe und, also rein taktisch, lieber Udo, wenn du jetzt hier zuschaust, rein taktisch wäre das natürlich total genial. Du spielst jetzt sozusagen so ein bisschen mit diesem Image. Die Frage ist natürlich, ob du wirklich dich tierisch ernährst. Geht auch um deine Lebensspanne, ob du das dann im Endeffekt auch noch ausnutzen könntest. Aber du könntest dann irgendwann tatsächlich sagen, das war alles nur ein Spiel. Und dann hättest du richtig, also hättest du einen richtig großen Effekt auf die Popularität von veganer Ernährung. Und da würdest du urplötzlich, wenn du dann irgendwann gestorben bist, als Gott der Veganer, als der große Satiriker der Veganer eingehen. Da würdest du Geschichte schreiben. So bist du einfach nur so ein Kritiker irgendwo am Rande, der ja aufgrund seiner doch recht stumpfen Art auch oft von den Veganern mit Missbilligung und mit Spott bedacht wird. Und das kann ich auch nicht verhehlen, dass ein gewissen Spott und Ironie auch bei mir rauskommt, aber das ist halt genauso, wenn ich einen Beitrag verfasse, der auch für den Arsch ist. Ich habe damals ein Video gemacht über Putin und der Beitrag, der ist immer noch online, da war total für den Arsch. Da habe ich wirklich Scheiße auf gut Deutsch gesagt. Und heute mache ich noch einige Videos, wo ich Dinge sage, die einfach so in den Flow kommen, die im Nachhinein betrachtet einfach entweder falsch sind oder wo ich sage, oh Gott, ja, war ein bisschen blöd ausgedrückt, und dafür ernte ich dann auch Kritik, Spott und Häme. Und das ist eben so, wenn man sich der Öffentlichkeit preisstellt. Also von daher, ja, aber das Problem dabei ist, dass eben die Veganer so ein bisschen, also einige Menschen das eben auch ein bisschen zu weit treiben und den Udo, der wahrscheinlich ein ganz netter Kerl ist, einfach wirklich Böses wünschen und sehr sehr böse sind. Das sind dann sehr die extremistischen und die fanatischen Veganer, die dann halt wirklich so stirb so ungefähr. Und das sind wir nämlich bei einem Punkt, ich habe ja am Anfang gefragt, was der Unterschied zwischen Veganern und Udo Pollmer. Immer in der Voraussetzung, Udo Pollmer meint das ernst, was er sagt. Da gibt es nämlich einige Parallelen, und das ist eben der Fanatismus und dieses sich emotional triggern lassen. Klar ist da Udo Pollmer angepisst, wenn das Radio ihm sagt, hey, pass mal auf, wenn das weiter so negatives Feedback gibt, wenn du auftrittst, na, dann kannst du eben nicht mehr auftreten. Und das ist natürlich der Verlust von Einnahmen, und das triggert natürlich einen Udo. Klar, und das verstehe ich auch. Und genauso fühlen sich aber auch Veganer getriggert, wenn der Udo zum 100. Mal sagt, ach, die Tiere, ne, das ist ja gar keine richtig fühlenden Lebewesen, die werden gegessen. So, da fühlen sich natürlich auch die Veganer oder einige Veganer da auch getriggert. Und das ist halt blöd. Ne, das ist so ein Hasskreislauf. Ne, der eine fühlt sich durch den anderen getriggert.
Und das führt zu Problemen. Denn wenn einer jemanden hasst und sich dadurch emotional getriggert fühlt, auch da wieder kann ich als Beispiel sehr gut dienen. Es gibt Menschen, die fühlen sich durch mich getriggert und die haben Hass und die wollen das unbedingt dann auch ja, irgendwie ausleben und die wollen diesen Hasskreislauf anschieben. Aber ich habe Verständnis für die Menschen. Es ist doch normal, dass ich als der Mensch, der ich bin, der durchaus auch polarisierend auftritt, dass er Hass erzeugt, dass der Menschen Unmut erzeugt, dass der, warum auch immer, die Menschen dazu bewegt zu sagen, den mag ich nicht. So, das ist normal. So, deswegen bin ich doch nicht den Menschen böse. Ich bin doch nicht den Menschen böse, nur weil sie mich hassen. Ne? Das ist mal meine Persönlichkeit. Soll ich mich für jeden, wenn ich denjenigen dazu führen würde, also dass er mich liebt, dann würde mich ein anderer hassen. Also das macht keinen Sinn. Die Leute hassen nun mal. Und das sind emotionale Kreisläufe. Und alles was ich tun kann ist, und was ich tun möchte, ist die Menschen dazu zu animieren, nicht auf diesen Hass einzugehen. Ne? Man kann mit Ironie, mit Spott, also ironischen Spott, also so ein bisschen, also auf einer gewissen liebenswürdigen Art und Weise kann man so miteinander umgehen und das auch als Stilmittel nutzen. Und das finde ich auch gut. Meine Hoffnung ist, dass Udo Pollmer irgendwo ein Satiriker ist. Ja, das ist gut. Aber so einfach stumpf Hass, nein, das bringt nichts. Und da geht so ein bisschen auch meine, ja, mein Appell an euch heraus, dass ihr im Umgang mit Udo Pollmer wirklich den Hass einfach weglasst. Ne? Geht ihr mal den ersten Schritt, ihr seid doch, denke ich, viele Veganer ethisch motiviert und habt Verständnis für diesen Menschen. Habt Verständnis dafür, dass dieser Mensch eben in seinem Tunnel eben drin ist. Genau wie ihr in eurem Tunnel drin ist. Wie jeder Mensch in seinem Tunnel drin ist. Und ja, und einfach Verständnis haben und dass dieser Mensch das dann eben rausplautzt. Denkt immer daran, wenn er keine Aufmerksamkeit bekommt, dann hat sich dieser Verein irgendwann geschissen und dann wird es auch nicht mehr so viele Videos geben. Dann wird der Udo überlegen, na, wie kann ich denn besser Geld verdienen oder so weiter. Ne? Aber wenn ihr ihm Aufmerksamkeit schenkt und wenn ihr das fördert, dann wird das immer noch in Strom bleiben, der existiert. Und man sollte auch ein Stück weit Verständnis für seine Emotionen haben. Er denkt, er tut das Richtige. Geht davon aus. Ne? Er denkt, er tut das Richtige und möchte die Leute vielleicht in seiner Welt irgendwo beruhigen, dass er sagt, hey, macht euch nicht verrückt und so weiter bezüglich der pflanzlichen Ernährung und so weiter. Was ich da auch teilweise unterstütze. Der erste Punkt ist, macht euch nicht verrückt. Eure Seelenheil, eure geistige Stabilität ist erstmal das Fundament für eure Gesundheit. Und die Ernährung ist da auch ein Baustein. Aber es ist auch ganz wichtig, dass ihr euch nicht verrückt macht. Aber dann bitte, ja, zwischen Faden verloren. Okay, ja, also Verständnis entwickeln für den Menschen, der vielleicht auch eine gewisse positive Intention hat, in seiner Welt das Richtige tut. Jeder denkt in seiner Welt, dass er das Richtige tut. Es gibt wenige Menschen, die wissen, dass sie das Falsche tun und es trotzdem tun. So, das sind entweder Psychopathen oder irgendwelche speziellen Konstrukte. Aber grundsätzlich denke ich schon, dass er das Richtige tut, mit seiner Art und Weise, und die provoziert natürlich. Ja, aber trotzdem in erster Linie Verständnis für den Menschen entwickeln, Liebe. Denn es kommt nicht auf die einzelnen Menschen darauf an. Die Menschheit, unser gesamter Organismus, Menschheit, die Welt, Natur, das Universum, das ist nämlich ständig ein Prozess und das entwickelt sich. Und es entwickelt sich meiner Meinung nach, so wie ich das überblicken kann, in den letzten 2-3000 Jahren, Richtung Liebe. Und Liebe ist für mich die universelle Energie, die alles zusammenhält. Und irgendwann kommt es dazu, dass eben, ja, alles nur noch Liebe ist. Und da kommt es auf einzelne Menschen, auf einzelne Generationen und auf hunderte von Jahren von Menschen gar nicht drauf an. Ja, geht dann mit einer gewissen Leichtigkeit dran und sagt, Udo, ja, war nett, nice try, aber ja, am besten gar keine Aufmerksamkeit schenken. Das Video mache ich auch nur deshalb, ich selber würde so handeln, wie ich das sage, habe damit überhaupt kein Problem, das nicht anzugucken, weil ich ja weiß, was dann dahinter steht und auch nicht so ein Unterhaltungsjunkie bin, dass ich mir das angucken muss. Aber ich bin Influencer, ich bin mir meiner Verantwortung schon bewusst, weil ich ja auch von euch, 3 Leute haben mir ja den Link geschickt, ja, gesagt bekommen, hey, da ist was, Christian, sag was dazu. Und dass ich dann eben nicht sage, hey, das ist ein Arschloch, der Veganer, der Anti-Veganer und haut auf ihn drauf, Shitstorm-Aktion, macht den Kanal nieder, sondern dass ich sage, hat Verständnis für ihn, ne? Seht seine Sicht und eure Werte könnt ihr, wenn ihr euch auf euch fokussiert, durchaus durchdrücken, indem ihr keine Aufmerksamkeit schenkt. Energie folgt der Aufmerksamkeit. Das soll es für mich zu dem Thema gewesen sein.
Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen anregen und vielleicht auch ein bisschen, ja, ein bisschen Hass da rausnehmen und das alles ein bisschen relaxter sehen. Und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns eventuell morgen wieder. Euer Christian.